Können wir mal. Ach ja. Ne, er ist noch da. Er ist noch da, müssen aber hier wieder Front, Monitor, Monitor, Startup machen. Ach, Monitor Front, Monitor Front. Startup, das müssen. No, Monitor Front. Ach, Left. Der ist ja Left. So, jetzt läuft er aber. Und die Zeit läuft und der Atomkraftwerk läuft auch prima geil. Wie lange hast du denn noch zu tun? Oh, so lange haben wir schon wieder gelabert? 1,5 Stunden, seit wir das hier bereinigt haben? Krasses Ding. Und ein bisschen die Biometa für die gute Gegend. Kann man immer benötigen. Jojometer brauchst du immer. Habe ich mir auch gedacht, das machst du auch schnell, bevor die Folgen alle zu Ende gehen. Und wir sind ziemlich gut in den Folgen drin. Ich weiß gar nicht, mittlerweile mit heute aufnehmen und so was, kommen wir schon über die 200. Und das ist eine geile Angelegenheit. So. Wie viele Jojometer hast du jetzt wieder mittlerweile? 2000. Meckern wir doch nicht, oder? Da brauchen wir doch nicht meckern. Wie sieht's denn hier aus? Samenkernöle haben wir noch? Ja. Ja, wir müssen jetzt nämlich langsam Strom produzieren. Den Strom, den wir produzieren wollen, wird einerseits das hier sein und einerseits Teeröl. Wobei Teeröl wir ja auch noch umfunktionieren müssen. Dabei, dass wir ME-Kabel und sowas benutzen. Das ist ja alles unten im Keller. Raffinerie. Erinnere mich gerade, brauche ich auch. Dafür habe ich hier noch die Tanks. Und hier Biomasse umwandeln. Biomasse zu Bioethanol. Dafür brauche ich aber sozusagen eine Weizenfarm oder sowas. Und die Baumfarm müssen dazu laufen. Können wir mal ein bisschen vorkräften. Oder ich habe zumindest im Keller was. Entweder habe ich was hier oder nicht. Da nicht. Da, die Distille habe ich. Brauche ich aber mehrere von. Wir können auch per Endertanks machen. Wir haben hier Kodierung schwarz für rein Lava. Ja, machen wir mal, weiß ich nicht. Ich habe ja eigentlich genug Farben Ender. Dass ich halt Öl machen kann. Öl. Mach mir das Rezept mal hier rein. Dazu brauchen wir Blaze Watts 4 Stück. Enderperlen kann ich mir machen und Obsidian. Eins, wie viel brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir zwei Tanks mittlerweile. Zwei. Also brauchen wir zwei davon. Machen wir nochmal zwei. Farben kann ich es immer noch machen. Eins, zwei, ein Tank. Dann müsste ich mal wieder auf Jagd gehen. Da muss ich unbedingt auf Jagd gehen. Das mache ich aber auch mit Looting-Schwert und einer Rüstung und sowas. Damit ich genug hier wieder ins Inventar reinschmeißen kann. Weil Lohnenrouten habe ich keine. Hier ist nichts zwischen, aber Obsidian habe ich ein bisschen genug gehabt. Ist auch nicht schlimm. So. Oh, das ist zu viel. Wir ein paar davon. Na, vier Tanks. Zwei, kommen wir mal sechs fertig hier. Enderperlen. Sehe ich schon, habe ich nicht. Brauchen wir wieder hier. Oh, nicht Bambus. Sondern ein paar davon. Mach mal. Oh, mal 16 Stück. Nun. Machen wir hier das dahin, das dahin, das dahin, Enderperle und Wolle weiß. Dankeschön. Dann kodieren wir die mal gleich hier. Die brauchen wir noch nicht kodieren. Zumindest welche, damit wir halt das Öl wegbekommen. Wir nehmen Türkis noch. Und zweimal schwarz und zweimal Kaktusgrün. Ist halt so eine komische Kodierung dann. Öl. So. Damit da keiner auf den Trichter kommt. Klack. Klack. Die beiden sind für Öl.
Und zwei davon, die können hier rüber. Eine Pumpe brauche ich. Was brauche ich denn noch dafür? Brauche ich Strom oder brauche ich eine Enderpumpe? Ich weiß gar nicht, für was ich die Pumpe benutzt habe. Braucht die Haupt? Weiß gar nicht, ob die Strom braucht. Wenn ja, habe ich Problem, dann mache ich einfach so ein Low-Voltage-Ding. Ist ja auch nicht schlimm. Brauchen wir hier Waterproof-Pipes. Und gleich ein bisschen irgendwas zum Bauen. Nee, da sind Pipes. Waterproof. Nehmen wir mal ein Holz. Und vielleicht ein paar Steinpipes mit. Gucken wir, ob wir damit auskommen. Einen Tank tun wir hier draufsetzen. Da muss ja gucken, dass ich den richtig rumsetze. Und zwar, wie rum musst du mit deinem Löffelchen da unten mit Blau? Blau nach unten. Hier ist nichts drin. Dann würde ich auch glatt sagen, da hier nichts drin ist. Und blau nach unten. Kommt der doch hier rein. Da ist Öl und da hinten ist Biomasse. Beziehungsweise Bioethanol. Oh. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob das hier alles wieder fertig war. Schauen wir mal gerade, wenn wir eh hier unten sind. Das sieht noch okay aus. Ja, das war noch fertig. Geil. Wollte mir darum keine Sorgen machen. Ich schwitze vor Angst. Naja, ich wiege gerade Panik, dass das nicht läuft. Aber das habe ich jetzt auch die letzte Zeit nur für Glas benutzt. Beziehungsweise vor dem Absturz habe ich das ja nur für Glas benutzt. Da ist ja auch nicht mehr viel von da, oder? Klares Glas, ne? Sieht auch gar nicht so aus. Quäfft mal einen hier. Mach mal einen hier. Guck, wie lange er dauert. Er zieht auf jeden Fall da Zeug raus. Sucht er sich da die Öfen? Hat er noch? Boah. Relativ schnell. Gar nicht schlecht. So, jetzt müsste gleich der Alarm wieder angehen. Ne, ich brauche was Einfaches zum Abbauen. Ich glaube, ich nehme mir einfach mal ein Stack Erde. Geht schnell und ich habe meine Ruhe davor. So, komm, Alarm. Du müsstest doch gleich auch umschalten. Und ich müsste mal einen Solarhelm machen. Damit ich halt ein bisschen mehr von der Birne drüber bekomme, beziehungsweise mehr Strom wieder in mein Jetpack rein. Wenn ich so am Rumlaufen bin, am Fliegen bin. Abmarsch zurück. Machen wir sofort als nächstes. Brauchen wir auch noch so ein Low-Voltage-Ding. Wie viel haben wir noch? Ja. Marsch zurück. Und wenn wir den nicht brauchen. Portal. Wenn wir den nicht brauchen, kann ich mir direkt aus dem Low Voltage, was wir hier haben, einen Helm machen. Wäre eine Option. Oder mache ich lieber High Voltage Helme. Ist eigentlich, ja, für so, wenn ich so ein riesen Pack drin habe im Rucksack, ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber wenn ich momentan ein Jetpack habe, reicht glaube ich auch ein Low, weil ich momentan viel am Laufen bin und sowas. Und da ist auch meine andere Turtle, meine letzte. Ich habe sie gesucht. Öl, Öl, Öl. Hier muss ja auch noch was rein. Hier wird Weizen angebaut. Aber halt ein bisschen anders. Da muss ich mal da schauen, dass ich halt eine Maschine dafür baue. Oder halt diese ME-Maschinen. Dünn. Oh, hier sind noch ein paar Bienen. Brauche ich aber nicht. Da ist nämlich das Öl. Öl, Öl, Öl. Das ist so geil. Oh, jetzt kommt mir wieder so viel Zeug entgegengeflogen. So, wo ist die Quelle? Genau in der Mitte. Obwohl es eigentlich Furz ist, ob ich es jetzt hier hinsetze. Aber die geht jetzt genau gleich in die Mitte. So, na. Das muss weg. Das kommt hier hin.